Hallo, ich bin Carlos von Classplash und ich freue mich sehr, dir heute unsere musikpädagogischen Apps vorstellen zu können. Da ich selber Musikpädagoge bin, ist die Mission von Classplash, dir dabei zu unterstützen, deinen Musikunterricht dynamisch und innovativ zu gestalten, kostbare Zeit bezüglich der Unterrichtsvorbereitung einzusparen und eine Riesenfreude deinen Schülern vorbereiten zu können. Unsere Apps haben ein sehr spezifisches Leveldesign, Spielmechaniken, spezifische Partituren, die sich auf musikpädagogische Methoden von Orff bis hin zu Kodály, aber auch auf unserem World of Music Curriculum basieren. Ein Programm, welches wir seit Jahren an der Classplash Academy verwenden, einsetzen und testen. Somit sind sie strukturiert wie ein Lehrbuch. Aber hier geht es nicht um Übung 1, 2 oder 3, sondern es geht um Levels freispielen, Punkte sammeln, Drachen helfen, animierte Musiknoten, Instrumente lernen, selber komponieren, Partituren erstellen und vor allem eine Menge Spaß zu haben. Und genau das sind die Vorteile, die du deinen Schülern schenken kannst, sei es im Klassenzimmer, Remote Learning oder als Hausaufgabe. Laut unseren Classplash-Lehrern schlagen Schüler selbst vor, was sie gerne im Unterricht machen würden, wohin die Reise geht. Und das spart dir wiederum Zeit bezüglich der Vorbereitung. Du kannst unsere unterschiedlichen Apps einzeln nutzen oder sehr effektiv in Kombination in unserer App-Reihe World of Music. Und somit kannst du deinen Unterricht komplett gestalten. Von Rhythmus mit Percussion-Instrumente, Melodie mit Sopran- und Blockflöten, Harmonie mit Ukulelen und Gitarren bis hin zum Notenlesen. Anregungen dazu findest du in unseren YouTube-Videos für Lehrer. 50 Minuten in der Welt der Musik. Alle unsere Apps laufen auf den gängigsten Plattformen. Du könntest dich jetzt fragen, Moment, ich brauche ja Hightech in meinem Klassenzimmer. Das ist nicht ganz so richtig. Im Klassenzimmer reicht ein PC mit Mikrofon, Lautsprecher und einem Projektor vollkommen aus. Du kannst aber auch gerne dein Interactive Whiteboard benutzen. Sollten Schüler eigene Geräte haben, dann ist es natürlich cool, denn somit kannst du schülerzentriertes Lernen fördern. Zu Hause oder im Remote Learning, da brauchst du natürlich nur entweder ein PC, Mac, Tablet oder Smartphone und was auch sehr beliebt ist, den PC oder Mac am Fernseher anschließen. Nochmals, der Spaßfaktor ist die Schlüsselrolle und bei dieser Unterrichtsgestaltung kannst du deine Schüler in die Welt der Musik eintauchen lassen, wo es hauptsächlich um das Erforschen geht. Kinder lernen somit mit Praxis und begreifen am Schluss, dass sie zufällig was gelernt haben. Gehen wir nun in die Präsentation der Apps über. Rhythmic Village. Nicht nur Kinder, sondern auch die Beatles, Jimi Hendrix, Eric Clapton hatten es sehr schwer mit dem Notenlesen. Das Notensystem ist nicht nur abstrakt, sondern auch schwer zu begreifen, da es um Notenhöhe und gleichzeitig die Notenwerte geht. Da wir Menschen aber einen tiefgründigen Bezug mit Rhythmus haben, das Herzklopfen unserer Mama, ist Rhythmus ein Muss. Möchten wir mit Kids musizieren, sind Percussion-Instrumente super cool. Das hier aber erstmal uncool und komplex. Die hier wiederum sind die Rhythmics und sie präsentieren die Notenwerte und sind super witzig. In Rhythmic Village geht man auf eine Reise und besucht das rhythmische Dorf, also Storytelling. Kids sammeln Punkte, indem sie unterschiedliche Übungen, ich meine Levels, wie in Games freispielen. Ihr könnt digitale Instrumente der Apps benutzen, Percussion-Instrumente oder Body Percussion, da wir ein innovatives Sounderkennungssystem benutzen, welches eingespielte Töne registriert. Die Notenwerte, Rhythmics, werden Schritt für Schritt freigespielt und somit steigt die rhythmische Herausforderung. Das Vor- und Nachspielen, Wiederholen, ist neurologisch wichtig und diese Methode hat sich über die Jahrhunderte etabliert. Daher ist die erste Spielvariation, die hört zu und trommel mit. Deine Schüler können natürlich den Rhythmix nachmachen oder du kannst im Unterricht die Ebene pausieren und zusammen mit deinen Schülern üben. Feuertanz, eine erfrischende Abwechslung. Hier können Kids mitspielen, ähnlich wie in Tap-Spielen oder Guitar Hero und stimulieren ihr Rhythmusgefühl und verstärken ihre Kenntnisse bezüglich Notenwerte. Im Büffelrennen geht es um das Gehörtraining. Nummer 1 ist derjenige, der die richtige Rhythmussequenz identifiziert. Und bevor die Entscheidung fällt,
diskutieren die Schüler miteinander. Ähnlich wie bei Rette die Rhythmix, also nochmals Gehörtraining. Aber hier gehen wir einen Schritt weiter, denn es gilt nicht nur, die richtige Sequenz zu identifizieren, sondern der Rhythmus muss mit den einzelnen Notenwerten rekonstruiert werden. Im Jam-Tempel finden deine Schüler die freigespielten Musikinstrumente und können zusammen jammen. Es gibt auch Erklärungen, die ein bisschen in die Theorie gehen, für die anspruchsvolleren Kollegen unter uns. Bei der Hör zu und Trommel mit und dem Feuertanz kannst du das Mikrofon aktivieren und Body Percussion oder auch echte Instrumente einsetzen. Mit einem aktiven Mikrofon kannst du natürlich im Klassenzimmer zusammen mit deinen Schülern rocken. Der Klang der gesamten Klasse wird hier registriert. Auch beweist sich die Rhythmuslehre mit Rhythmic Village für den Gitarren- und Ukulelenunterricht. Somit steht Strumming und Schlagtechniken nichts mehr im Weg. Nach dieser Forschung können deine Schüler mit den Notenwerten in einem gänglichen Partitur konfrontiert werden. Und siehe da, sie verstehen den Rhythmus. Hier kann der Umstieg auf unsere Notationssoftware Cornelis Composer sehr hilfreich sein. Im letzten Totem werden die Rhythmussequenzen automatisch und unendlich generiert. Wie lange halten deine Kids durch? Spaßfaktor 100 für dich und deinen Schülern. Anmerkung: Die meisten Rhythmussequenzen sind in einzelnen Viervierteltakten angeordnet. Ausblick: Unser Fokus bei Classplash ist es, Rhythmic Village so weit zu entwickeln, um Nutzern die Möglichkeit geben zu können, ihre eigenen Rhythmen zu importieren. Was Lehrer über unsere App sagen, findest du in der Beschreibung. Du kannst aber auch sehr gerne recherchieren. Wir möchten dich zu 100% unterstützen. Daher gibt es für Lehrer und Schulen zusätzliche digitale Materialien, wie zum Beispiel E-Books von Flutmaster, Logbuch für Stundenplanung, das World of Music Curriculum und vieles mehr. Daher freuen wir uns, wenn du unseren Newsletter abonnierst und dich über unterschiedliche Möglichkeiten von Facebook-Gruppen bis hin zu Microsoft Teams mit uns austauschst. Somit kannst du in unserer Community mitwirken. Links findest du in der Beschreibung. So, wir freuen uns, dich in der Welt der Musik wiederzusehen. Bis dahin, let's Classplash, lerne Musik!